10% der österreichischen Bevölkerung besitzen ungefähr 60% des Reichtums. Geld für höhere Bildung ist eigentlich im Überfluss da. Was wir brauchen, ist eine gerechtere Besteuerung dieser höchsten Vermögen. Also die Bundesregierung hat diese Woche beschlossen, dass die Generalsondierungsförderung für die Studierendenheime gestrichen wird. Das heißt, diese Kosten werden jetzt 1:1 auf die Studierenden, auf die Heimbewohnerinnen übergewälzt. Es ist ausgerechnet worden, dass das ungefähr 60 Euro pro Heimplatz ausmacht. Und wir glauben, dass das falsch ist. Wir brauchen dieses Geld und wir brauchen noch mehr Geld für die Unis, für die Studierendenheime, für die Studierenden. Und deswegen haben wir der Maria Fechter, unserer Finanzministerin, diese Schaufel mitgebracht, damit sie das Geld, das es ja gibt, richtig umverteilen kann. 60% des Vermögens liegen nur in den Händen von 10% der Bevölkerung. Und deswegen sagen wir, ja, mit dem Schotter mitziehen. Derzeit ist studentisches Wohnen in Salzburg teurer als in anderen Städten. Ein Studienheimzimmer kostet durchschnittlich 300 Euro. 2% sind eigentlich im Koalitionsvertrag für die höhere Bildung veranschlagt. Aktuell bewegen wir uns aber von diesem Ziel immer weiter weg. Und im April ist dann so gewesen, dass sogar die Regierung die Gelder für die Unis eingefroren hat. Das bedeutet dann real 20 Millionen Verlust für die Uni Salzburg, inflationsbedingt. Einschaltung im öffentlichen Interesse. Ein Glas Hamster deckt ihren Tagesbedarf am Hamster. Yeah!